Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich hatte euch im letzten Video gezeigt, wie man die Methode setLine-Dash verwendet und was Line-Dash-Offset bedeutet. In diesem Video möchte ich euch noch ein bisschen mehr dazu zeigen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sagen, gut, jetzt habe ich eine gestrichelte Linie, aber wie kriege ich zum Beispiel so eine Linie hin, wo die gezeigten Striche mal kurz und mal lang sind? Oder man könnte es noch ganz variabel machen. Nun, das geht ganz einfach. Wir gehen in unser Programm hinein, was wir das letzte Mal programmiert haben, und in die Befehlszeile, in der wir das setLine-Dash verwenden. Und dann schreibe ich jetzt zum Beispiel einfach hinein 10 und 25. Das heißt, ich füge zu dem Array, den ich hier übergebe, füge ich einfach noch Werte hinzu. Und wenn ich das Ganze jetzt mir anzeigen lasse, dann sieht das zum Beispiel so aus. So, also die drei Punkte werden gezeichnet plus das, was uns dieses das Line Cap Square macht. Das fügt ja dann sozusagen noch einen halben Umfang von der Linie hinzu. Dann gibt es 25 Pixel Leerzeichen oder Leere, wo es nicht gesetzt wird. Sind tatsächlich weniger, es sind 5 Pixel weniger, also 20, weil wir eben diesen Square-Modus haben. Dann werden 10 Pixel gezeichnet, plus eben Anfang und Ende, wegen Square-Modus. Und dann gibt es wieder 25 Pixel Lücke, also eigentlich wieder 20, ne, weil es eben sich um diesen Square handelt. Wenn wir jetzt Butt setzen, dann haben wir eben ganz genau diese Lücke. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal, weil das ist am Anfang ist das zu verwirrend. So, jetzt lassen wir uns das anzeichnen. Jetzt haben wir tatsächlich hier die Linie 3 Pixel gezeichnet einmal und 10 Pixel gezeichnet einmal. Ja, so sieht das dann am Ende aus. So, und natürlich kann ich hier dann auch noch ganz andere Sachen mit dazu setzen. Das heißt, ich kann die Liste beliebig verlängern. So, jetzt sieht das so aus. Jetzt habe ich drei verschiedene Linienlängen oder Strichlängen und verschiedene Lücken dazwischen. So, und genau das kann ich eben mit diesem setLine-Dash sehr, sehr variabel machen. Gut, das war's, was ich euch zeigen wollte in diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gehen wir wieder zu den Farben zurück und zu der Farbgebung und da zeige ich euch Gradients, also Farbverläufe. Bis dann!